Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ist es Nacht? Es wird dunkel oder ist es dunkel? Hat die Nacht meistens so an sich. Zack, zack, das kommt weg. Was machen wir jetzt eigentlich? Theoretisch müsste ich jetzt unter dem Haus weitermachen. Fackeln sind da ganz angebracht. Treppen haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich weiß, wo wir Treppen herbekommen. Ich werde nämlich dieses U-Bahn-Häuschen doch mit einem grauen Dach entdecken. Einfach damit es farblich ein bisschen anders aussieht alles. Muss ja nicht alles rot sein, kann ja auch ein dunkles Grau sein, schwarz wäre auch irgendwie gegangen, aber ich wüsste gar nicht, was wir jetzt schwarz benutzen sollten. Außer Wolle. Obsidian würde auch gehen, aber das dauert so ewig ab zum Abbauen. Boah, wie viele Tiere hier sind. Sind das alle unsere Hasen? Also fast alle bestimmt. Springt der runter? Nee. Okay. Das heißt... Wupp, wupp. Das ist schon eine Treppe, wa? Tatsache. Theoretisch könnten wir das Glas hier auch gleich verbraten. Dann würden wir aber auch wieder Ziegel mit wegballern müssen. So. Upsala. Okay, wir müssen wohl wieder eine Runde runter, so wie es aussieht. Jupp. Es sieht so aus. So ein Mittelstück rot sieht aber eigentlich auch nicht so verkehrt aus, oder? Ich glaube, ich lasse es doch. So, wir brauchen also auch wieder Spitzhacken.
das war sogar unser erstes Bauprojekt hier, ne? Der Turm kam, glaube ich, erst als zweites. Ist schon krass, dass schon wieder über, ich glaube, 60 Spielstunden hier einfach in diesem relativ überschaubaren Abschnitt stecken. Das ist Wahnsinn. Und man will auch einfach nicht aufhören. So, dann machen wir das hier mal gleich fertig. Was soll's? Wenn wir hier unten schon mal sind, können wir uns doch eigentlich auch ein bisschen... Können wir nicht, keine Lava holen, aber wir haben zu volles Gepäck. Dreck. Das wäre aber eigentlich sowieso mal eine Idee, wenn wir uns voll mit Eimern bewaffnen und dann... einfach mal die Lava da unten rausholen. Und die können wir dann für unsere Welt hier oben verwenden. So. Okay, das heißt, wir brauchen langsam wieder frisches Andesit. Ich glaube, unsere Vorräte sind davon bald aufgebraucht. So. Und hier würde ich gern offen lassen. Machen wir erstmal nur bis zur Ecke. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch wir das machen eigentlich. Könnte der Gang hier auch noch weiter rum. Theoretisch. Bis hier. Weil man kommt ja eh da lang. Lalalala. Passt. Okay, das wird noch viele Ziegel kosten. Was haben wir eigentlich hier so drin? Nur Wassereimer. Okay. So. Natürlich die Frage, wo bauen wir hier in den Keller rein? Machen wir auch noch ein Dachgeschoss? Ich weiß es noch gar nicht. Hier geht es natürlich nicht in den Keller rein.
Vielleicht hier nie so nebenan. Zack. Vielleicht doch auch nicht, weil direkt daneben dürfte die Lava jetzt langlaufen. Nicht wahr? Also eher an dieser Wand. Machen wir es doch gleich hier hin. So, eine Dreierhöhe brauchen wir, das heißt, wir sind jetzt auch schon mal eingeschränkt bei der Wahl der Höhe. 1, 2, 3. Gehen wir noch ins Tiefer oder wollen wir so eine Dicke haben? Ich glaube, wir gehen noch ins Tiefer. Oder? Da ist jetzt die Lava. Da wäre jetzt das Glas. 1, 2, 3. 3. Das müsste jetzt die richtige Tiefe sein. Oh! Gnarf. Wie weit muss ich jetzt eigentlich bauen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, genau das wollte ich. Cool. Ich weiß bloß noch nicht, ob das als Beleuchtung ausreichend ist. Oder zu stark ist, meine ich. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.